Ja, servus Leute, was geht ab? Cutcake wieder hier nach der doch längeren Pause, Winterpause. Grüß euch, was war los? Ganz kurze Erklärung, bevor wir direkt einsteigen ins neue Tutorial. Ja, ich bin umgezogen von Monnem nach Karlsruhe. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle wird es jetzt, sag ich mal, vom Kurpfälzische geht es manchmal, guck, da geht schon der erste Sprachfehler los, manchmal ein bisschen badensisch, das ist dann ein bisschen anascht, ne, weicht und ich und so. Ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, aber ich arbeite ja hier schon ziemlich lang. Von daher geht das, habe ich mich dran gewöhnt. Aber natürlich fließe hier einfach weiter kurpfälzische Sache ein und ein bisschen, ne, Vokabular. Und ihr wisst, ich habe also es wird mir nichts bringen. Selbst mit Wohnort Karlsruhe werde ich jetzt nicht zum krassen Oxford-Deutschen. Ja, was seht ihr noch? Also kurzes Update. Ich habe ein bisschen, ja, alles dann in dem Zuge ein bisschen umgebaut und gemacht. Ich nehme jetzt über OBS auf, deswegen ist jetzt von mir die Qualität nicht so knaller. Entschuldigt das, ist mir aber ehrlich gesagt jetzt auch scheißegal, weil ich finde, es geht immer um Inhalt. Aber für mich wichtig war einfach, das Layout ein bisschen neu zu machen, dass ihr besser lernen könnt. Also ich wollte gar nicht so, ich bin weg von diesem, ey, wie wird's noch crispier und so, sondern was ist vielleicht für euch auch viel interessanter zu sehen und ihr seht es schon ganz neu auf jeden Fall, dass ihr den Fader, die Fader Cap besser seht, also nochmal in groß halt reingezoomt, deswegen auch natürlich ein bisschen verpixelt, aber sorry Leute, also ich kann ja jetzt auch nicht für 8000 Euro irgendwelche 8K-Kameras kaufen, gell? Das geht halt dann nicht. Von daher, aber ich glaube, damit kann man schon richtig gut schaffen. Ja, und natürlich passiert in so einer Zeit dann auch was. Also DJ-Schule umgezogen. Wer Bock hat, checkt mal djcutcake.de. Die Webseite auch ein bisschen umgestellt und so weiter. Alles, na, wenn man mal Zeit hat und ein bisschen Ruhe und in sich geht, dann macht man dann doch ein bisschen was anders. Jo, und neu ist natürlich auch, ich habe immer gesagt, Leute, folgt mir auf Insta. Aber ja, was soll ich sagen? Ich habe mein Insta-Account gelöscht. Ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Es hat auch gesundheitliche Gründe. Viele wissen das natürlich, die mir auf Insta folgen und so, und macht da keinen Hehl draus. Ich finde, es sei damit offen umzugehen. Ich habe immer wieder mit Depressionen zu kämpfen und ich finde Insta und der ganze, ja, ich will es nicht verurteilen oder sowas, aber für mich gesundheitlich ist es einfach nicht förderlich. Ja, also alles, was da abgeht und so, der ganze Druck auch und der Vergleich immer und so weiter, tut mir und meinem Krankheitsbild, so nenne ich das einfach mal, überhaupt nicht gut. Deswegen der radikale Schritt für mich, einfach weil es für mich überhaupt keine Vorteile bringt, bin ich aus Insta raus. Und ja, dementsprechend folgt jetzt der Fokus hier voll auf YouTube und auf die Tutorials. Da habe ich richtig Bock, mit euch zu arbeiten. Und ja, freue ich mich über jedes Kommentar oder auch über jedes Feedback, so dass es euch echt weiterhilft und ihr vorankommt. Und ja, deswegen, da ist jetzt mein Herz. Ich habe mich auch entschieden, noch viel mehr in Scratching einzusteigen. Und ja, so wird es dann weitergehen eben. Also, das soweit, glaube ich, haben wir alles. Das Update durch, so, wenn es interessiert hat. Ansonsten weiterhin natürlich Kapitel unten, wenn ihr irgendwo hinspringen wollt. Heute habe ich mitgebracht nochmal, weil ich bin so durchgegangen so und habe mir gedacht, hey, klar, wir haben den Chirp schon in verschiedenen anderen Scratches so eingebaut und schon mal erklärt, aber heute habe ich gedacht, komm, lass doch nochmal, weil es wirklich einer der wichtigsten Basic Scratches für mich ist, so im Game, auch für, denke ich, für Mobile DJs und so, um ganz normal im Mixing den unterzubringen. Schauen wir uns heute einfach nochmal den Chirp Scratch an. Ja, und da würde ich sagen, es wird nicht mehr so lange geschnackt, immer, sondern wir legen direkt los. Let's go! Okay Leute, also Chirp Scratch, ich habe gar nichts dabei zum Aufzeichnen, weil es wirklich super easy ist aus meiner Sicht. Aber man sollte ihn nicht unterschätzen vom Timing. Kurze Erwähnung, wer Scratch Sounds sucht, auf meiner Homepage gucken, djcutcake.de, im Download-Bereich findet ihr das auch, den Scratch Beat, ne, dass wir gemeinsam hier üben können. Also, Chirp Scratch, wie geht der? Wir standen, ne, wie immer auf der 12, wir haben den Fader offen, ist ganz wichtig am Anfang. Wir schieben die Platte nach vorne und schließen dann. Und dann öffnen wir den Fader wieder und ziehen wieder an den Anfang zurück. That's it. Das ist der Chirp Scratch, also. Nochmal vor, schließen, zurück, öffnen,
Schließen, öffnen. Und was wichtig ist, was viele falsch machen am Anfang, ist, dass sie zu früh schließen. Und dann, ne, also man hört halt nichts oder halt nur so ganz kurz. Ihr müsst erst und dann das Ganze schließen, erst schieben, dann schließen, dass man den wirklich so hört. Also nicht so wie eben. Ich versuche es jetzt mal zu demonstrieren, so wäre jetzt nichts. Aber auch ja, sowas nicht, so oder so, sondern wirklich sauber. Und die Rückwärts- und Vorwärtsbewegungen sind gleich schnell. Also er muss sich super gleichmäßig anhören. Und versucht auch nicht zu schnell werden zu wollen, wie ich immer sage, sondern wirklich auf die Sauberkeit achten. Und versucht euch dann nach und nach zu steigern. So, dann ist noch wichtig, aus dem Stand heraus, sage ich immer, also Fader geschlossen, dann kurz öffnen und dann in die Chirp-Bewegung gehen, also wieder schließen, zurück. Ihr startet mit geschlossenem Fader, geht aber, ihr öffnet nur ganz kurz und geht dann in die Chirp-Bewegung, also quasi, ne, so jetzt langsam ist. Finde ich super wichtig, das zu können aus dem Stand mit geschlossenem Fader. Ja. Zweite Variante, wir hatten es ja auch schon, Chirp Drags, check das extra Tutorial. Also Drag immer, dieses könnt ihr auch checken, Videos draußen. Ja, ich muss immer mal ein bisschen kramen, was wir schon gemacht haben, gell? Erzähle ich vielleicht manchmal ein bisschen Käse oder so. Nee, aber auf jeden Fall. Genau, und dann gibt es noch den Oktaven-Chirp, so nenne ich den halt, also dass wir verschiedene Tonhöhen erreichen. Ist einfach nur, dass ihr langsam die Platte macht. Ewig. Ja, einfach geiler Scheiß. Okay, also soweit die Grundlagen, die Theorie ohne Beat. Natürlich im nächsten Schritt schauen wir uns das Ganze auf dem Beat an. Ich habe wieder meinen normalen Beat mitgebracht hier zum Üben. Ja. Und da ist jetzt einfach wieder, dass wir über die Beatbox legen. Also 1, 2, 3, 4. Das heißt, wenn man 1, 2, 3, 4. Grundlegend, wie man sich dann auch steigert natürlich, ne? Wie man dann quasi schneller macht. Eine andere Variante quasi im Bereich von also Triplets irgendwie so, das heißt du machst irgendwie Half, also zwischen dem ganz schnellen und dem normalen, also zwischen dem. Gibt es dann die Zwischengeschwindigkeit, das finden halt viele mal dope so. Das jetzt wirklich nicht aufzeichnen, so ich bin da kein Crack drin, so also wer mal Bock hat, ein Tutorial dazu machen, bin ich voll dankbar, so der es nochmal erklärt. Aber wie gesagt, das ist so eine Zwischengeschwindigkeit, dieses. Also, so versuche ich mir das im Kopf immer zu sagen. Also das
könnt ihr noch machen, finde ich auch super dope. Und im letzten, sage ich mal, schauen wir uns jetzt auch einfach nochmal an. Quasi ein paar Combo-Geschichten und wie wir quasi den Chirp Scratch dann mit anderen Scratches auch vielleicht ein bisschen kombinieren können. Also ich finde es immer schwer, so wenn man aus seinem normalen Rhythmus, Scratch-Combo-Pattern-Rhythmus rausgeht, jetzt verstärkt den Chirp so bewusst einzubauen. So, das passiert eigentlich von ganz alleine. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Einblick bekommen. Für mich auch noch wichtig ist halt diese Reverse-Geschichte, also dass ihr nicht vorne anfangt, so, sondern halt Reverse, also quasi an dem Endpunkt und geschlossen logischerweise. Das quasi beginnt hier, wenn ihr diese Vorwärtsbewegung macht. Jetzt beginnt erst den Scratch. Auf dem Beat, Achtung. Ja, hört sich einfach anders an wie. Gibt einfach nochmal einen anderen Drive, deswegen also generell meine Empfehlung, alles auch ein bisschen Reverse zu üben, so eigene Geschichte, eigenes Kapitel, checken wir auf jeden Fall noch aus. Aber wie gesagt, einfach eine coole Variante, vor allem wenn ihr halt das kombinieren wollt mit anderen Scratches, ne, wo ihr vielleicht dann hier landet beim Ende, also nehmen wir mal einfach einen beim Drag zum Beispiel, ne, ihr habt jetzt einen Drag gemacht, Vorwärts-Drag, so Drags generell gut, um Sachen zu kombinieren aus meiner Sicht. Jetzt seid ihr halt hier, jetzt müsst ihr quasi wieder zurück und dann den Chirp anfangen, aber ihr könnt halt hier schon beginnen. Das zur Erklärung nochmal von dieser Reverse-Geschichte. Okay, Leute, das war's kurz und knackig, mal ein Chirp Scratch. Auf jeden Fall viel Spaß beim Üben jetzt, wenn ihr noch Fragen habt. Aber ich glaube, der ist fast selbst erklärend. Auf jeden Fall runter in die Comments. Ich freue mich immer über Kommentare, Feedback, Wünsche und so weiter und so fort. Ich sammle das auch immer alles und versuche das halt nach und nach dann auch umzusetzen, abzuarbeiten in Tutorials. So. Aber natürlich ist das eine Community-Sache weiterhin für mich so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal wieder Zeit hatte, ein Tutorial zu machen und auch die Kraft dafür gesundheitlich heute. Von daher bin ich sehr, sehr glücklich. Ich hoffe, euch hat es auch wieder Spaß gemacht. Also ein bisschen war ja eine lange Zeit jetzt einfach und von daher bin ich total glücklich, dass wir uns wieder haben. Okay, mir bleibt nur noch Danke fürs Zuschauen zu sagen. Wie gesagt, Like, Comment und so weiter, freue ich mich. Abo dalassen, wisst ihr Bescheid. Insta könnt ihr jetzt vergessen. Den Käse lassen wir mal jetzt hier mit dem ganzen Social Media Quatsch da. Ganz komische Entwicklung. Egal, andere Geschichte. Muss jeder für sich selbst wissen oder so. Für mich ist nichts mehr. Und genau, es geht weiter auf YouTube. Meine Leidenschaft, Scratching, will ich euch beibringen. Ich hoffe, ihr lernt gut mit mir. Natürlich kann ich jedem nur empfehlen, mal auch in meiner Schule vorbeizuschauen oder einen Online-Kurs zu buchen. Viele berichten mir einfach, dass sie immer die Tutorials geschaut haben oder schauen und so weiter und dann halt irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr weiterkommen, also wie feststecken. Und dann haben sie nur eine Stunde bei mir genommen und dann haben sie gesagt, genau das ist eigentlich so das Ding und waren sehr glücklich, weil sie eben über diese Punkte, wo sie nicht mehr weitergekommen sind, weil ich einfach selbst mal drauf geschaut habe und einfach mit ein, zwei Kniffen, ein, zwei Tipps und so weiter schon weiterhelfen konnte. Und dann ist das alles wieder aufgebrochen und sie konnten quasi den Next Level sozusagen da erreichen. Generell Scratching, aber auch insgesamt DJing und so weiter. Von daher freue ich mich total, wenn ihr auf meiner Homepage vorbeischaut und auch vielleicht mal einen Kurs bucht oder auch verschenkt. Gibt es auch mittlerweile, machen viele, freue ich mich natürlich übelst krass so, wenn ich wo irgendwo in einem unterm Weihnachtsbaum land oder so. Echt eine coole Erfahrung wieder. Und genau, mir bleibt, wie gesagt, ganz kurz noch Danke zu sagen für all den Support. Unterstützt mich auch in schwierigen Zeiten. Die haben wir alle mal. Gerade ist ja eh alles ein bisschen crazy. Von daher, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Tutorial. Ich weiß noch nicht, welcher Scratch. Ich habe ein paar neue und so weiter. Mal gucken, welchen ich vorstelle oder welchen wir uns dann anschauen. In diesem Sinne, cut it up fresh, Leute. Es geht wieder los. Fleißig kratzen.
Cupcake is watching you in diesem Sinne. Macht's gut, euer Cupcake. Peace.